Willkommen zurück zum MTV Simulator 2021 mit Fuba und Schnorrer. Dankeschön. Wieso MTV? Was ist da los? Mucke. Ja, moin. Moin. So, wir machen es jetzt so. Ich setze mich hin und mein Helferlein baut jetzt hier alles fertig. Aber guck mal jetzt hier an den Vogelhäusern. Da ist jetzt so ein Federzeichen. Okay. Ach, nice. Drei Federn. Vier Federn. Das ist natürlich cool. Da kannst du schön Federn farmen. So. Krass. So, was brauchen wir? Steine und Stöcker und Spinnen. Baumstämme brauchen wir hier noch, ne? Baumstämme. Ganz viele. Guck, musst du auch mal gucken, wo die Fallen sind. Ich muss gucken, was so. Die aus welche. Wem? Mir? Dem Erdbeben, ja. So, 40 Stöcker brauchen wir zumindest für das Auto noch. So. Da müssen auch Baumstämme rein? Ja, aber nicht viele, einer. Ach so. Und dann einen Haufen Stöcke. Eieiei. Ja, 224 Stöcker brauchen wir noch. Eieiei. Wieso habe ich eigentlich nichts gerade ausgewählt hier? Zack. Weiß ich nicht. Du fühlst dich. Falle ausgelöst? Ja, aber ich bin auch nicht. So. Krieg ich doch Stöcke raus, oder? Was fandst du jetzt am besten an The Forest? Wenn's vorbei ist. Wenn es vorbei ist, haut er raus. Ich meine, das Bauen eigentlich schon, aber ich glaube, wenn ich das allein spielen würde, dann würde ich das, ohne dass es zerstört werden kann, machen. Das wäre wieder so ein Punkt, der mich nerven würde dann. Ja, naja gut, so viel jetzt zerstört. Warum? Was denn? So, mir ist nie aufgefallen, dass Steine an den Fallen sind. Naja, ich glaube, die waren da auch noch nicht immer. Das sieht doch eher so aus, als wenn das hier von unserem Weg die Steine sind. Aber stimmt, da sind. Ich dachte erst, wie kommt da Steine plötzlich dazwischen? Naja, da ist das Seil dran und dadurch wird das Ding runtergezogen. Durch den Stein, durch das Gewicht. Oh, nur noch vier. Sind noch vier, ja. Dann brauchen wir nur noch Stöcker, ja. Und Steine. Ja, Steine ist ja billig. Ja, die liegen ja hier überall. Gut, die Stöcker eigentlich auch, ne. Vor allem, wir haben da hinten immer noch... Ah, da können wir hier unser Holzlager noch auffüllen. Ja, wir brauchen eh noch dann fürs Hausboot das nächste Mal. Ja. Holz. Weil da lagen ja noch hin noch rum, ne? Wer hat denn hier Musik an? Ist hier am Baum dran. Ach so. Da höre ich. Ich gedacht, ich hab da gewechselt, verdammte Scheiße. So. Haben wir denn da jetzt noch Baumstämme hier drin? Ne, ne? Doch drei Stück. Die packen wir mal weg. Und dann auf dem Weg da zu dem restlichen Holz sammeln wir dann die Stöcker und so, oder? Ich sammle die Steine. Nee, da bin ich schon voll. So. Ja. Ja. Du bist ja immer noch nicht so ein Sack, ne? Was für ein Sack? Steinesack? Nö. Nee, hier so ein... Für die Stöcker. Doch, hab ich doch gesagt, hab ihn. Achso, okay.
So, entweder sind die jetzt weggespawnt oder ich bin hier an der Fall. Ach, hier hinten. Und die. Bin zu weit gefahren. Ich glaube, ich bin zu weit gefahren. So, bin voll mit Stöcken. Es passt nur noch einer in meinen Arsch. Ja, da kann sich ja. Vielleicht findet sich ja da einer von deinen Abonnenten. Am Lager sind von dem. Und? Hättest du auch ein bisschen näher noch abholzen können. Die sollen ruhig sehen, was wir hier machen. Wo sind denn die noch welche? Was? Ne, hier liegt er noch. Alles full. Naja, übertreibt. So, ich glaube, meiner ist. Habe ich jetzt noch gesehen. Meiner ist full, glaube ich. Oder? Ich glaube ja. Ja. Aber jetzt sehe ich keine mehr. Doch, hier ist noch einer. Oh, der gab sogar drei Stöcker. Hier auf dem Wagen liegen doch auch Stöcker. So, bin full. Ist hier wirklich kein. Keiner mehr rum? Doch, hier liegt noch einer. Ich hab noch einen gefunden. Hallo? Na, du musst schon den Baum treffen. Hab ich. So, wieder alles im Weg gelegt. Und was ist am Weg? Ey, Arschloch. Na toll, jetzt hänge ich hier fest. Der hat jetzt das Ding losgelassen gehabt. Alter, machst du da einen Krach, ey. Ich wäre jetzt fast in die Basis gelaufen, um das Holz dahin zu bringen. Aber für das Hausboot wird das bestimmt nicht ausreichen. Weiß ich nicht. Glaub nicht. Hab ja schon wieder was gefällt, ne? Ja, ich fülle ja hier gerade ein Lager auf. Ich weiß ja nicht, wie viel passt da denn in so ein Holzlager. Das weiß ich nicht. So, das erste ist schon voll. Und mein Wagen ist noch. Da sind noch zwei. Ne, sechs Stämme habe ich noch drin. Also passen sechs drin oder was? Nee. Nee, da waren ja schon welche, ne? Da sind zwei, vier, sechs, sieben. Zehn? Sieben Stück passen rein. Hallo, dreh dich mal, danke. Hallo. So, der ist voll. Das heißt, wir müssen hier noch so ein Baumding. Denk dran, die Stöcker noch einzusetzen. Ne? Ja, ja. Ich baue erst noch so ein. Wo war denn das hier mit diesem Baumstammlager? Da liegt jetzt wirklich der Baum im Weg, ja. Das ist ja mies. Lol. Hä? Ist alles voll? Naja, sag ich doch. Die schönen Stücker. Ja, 16 Stück. So, der ist voll. Toll. Nutze ich ja richtig, ey. Sag ich ja. Also hol ich gleich mal ein paar Stücker wieder. So, na, einer müsste ja hier noch hinpassen, ne? Hast du noch Stöcker? Ja, bestimmt.
So. Einer passt noch drauf. Ich habe ja hier auch noch drei drin liegen. Ja, eins können wir ja noch hier hinsetzen. Ich frage mich gerade, mein Nachbar randaliert gerade wieder. Echt? Ob so ein Wagen nicht von der Sache her billiger wäre. Ja, mit Sicherheit. Dass man einfach noch ein paar 21 Stöcker kostet das. Und da passen 12 drauf oder so. Ja gut, da weiß ja nicht, ob die dann einfach mal wegfliegen oder so. Ja, wir können ja vorne das noch voll machen. Und dann passt das doch erstmal. Ich muss erstmal wieder ausparken hier. Das ist wohl richtig. Aber das geht eigentlich. Hätte ich vielleicht mal eher machen sollen. Jetzt wäre noch die Frage, ob man mit dem Ding durch die Tür kommt. Das weiß ich nicht. Wo hast denn du die? Zum Lager hin von denen. Von den Kannibalen. Ah, hier vorne liegt auch noch einer. Denk dran, wieder Stück ersammeln, ne? Ja, habe ich schon ein paar gesammelt. Sammelstöcker und Holz. Hallo, schlaf mal wieder, danke. So. Stöcker bin ich schon wieder voll. Ich auch jetzt. So. So viel Holz liegt hier gar nicht, oder? Ich hatte auch, glaube ich, hier sind noch, welche, doch, saßen nur noch 3-4 Bäume. Hier liegt auch noch was. Hier hinten einer noch. Zumindest. Oh. Die zwei sind hier hinten noch. Ja, könnte man. Ja, obwohl Holz brauchen wir ja jetzt erstmal nicht. Na, fürs Hausboot. Erst, ja, aber jetzt erstmal die Stöcker machen, oder? Hier hinten liegt auch noch einer rum. Ja, zumindest was wir haben, können wir erst einsammeln noch. Zack. Ja, mitnehmen, das eine Lager da noch fertig machen und reinpacken. Dann sind ja eh wieder 16 Stöcker weg. Liegt da noch mehr Holz, oder? Ich habe jetzt auf Anhieb nichts gesehen. Ich sehe auch nichts. Da blären ist ein Stock. Ja, mein so. Gott, selbst wenn, dann liegen da irgendwo noch 1, 2, was soll's. Ja. Erstmal zurück, sagst du, ja. Jo. Jetzt macht er mich auch noch nach. Nö, weiter fahre ich nicht. Tschung. Mep, 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 mep. So. Ja, pack du doch. Du brauchst doch nicht rumfahren. Das Ding ist doch eh. Ich würde jetzt gucken, ob ich damit durch die Tür käme. Achso, in der Katze. Hätte gesagt, sonst eins vollpacken, was wir hier stehen lassen? Nein, verdammt. Geht nicht durch? Nee. So. Lass mal den Wagen hier dann stehen irgendwie. Also nicht ja. Im Gang, aber. Du kannst ja hier auch rückwärts. Oder hier hinten so. Ich hab mir schon abgestellt. Ja, das war jetzt ein Wagen vollpacken mit Holz. So. Boah, was zu futtern, ey. So, dann kann der nämlich jetzt hier weg. So, ich hau mal noch kurz die Stöcker dann drin. Ich habe auch noch 4 Stöcker. Ja. So. Wer stellt denn hier so einen Wagen um? Das Auto gar nicht mehr viel.
Oh, ich bin ja gleich tot hier. Au! Haut er mir die Tür vor den Kopf, ey. Oh. Die Steine könntest du auch noch gleich hinklatschen. Ja, habe ich auch mit. Sogar Steine mit, ey. Krasser, krasser Dude. Richtig krass. Ah, hier für den Hund brauche ich auch noch ein Holzding. Für die Kopie. Nein, das ist meiner. Verstehst du? Na gut, deiner ist draußen, meiner darf drin schlafen. Siehst du? Ob man sich da draufsetzen kann? Na, es sieht so aus, so ein bisschen wie ein Stuhl oder so. Ich frag nicht weiter nach. Was denn? Nichts. Ist okay. Solange ich nicht das Sitzobjekt bin, ist alles gut. Das Sitzobjekt. So. Wir brauchen noch 1130 Stöcker. Ach, nur 1000, doch, das geht ja. Ich hab gerade irgendwie das Gefühl, als wenn hier Stöcker so mega schnell gerade nachwachsen, oder? Fertig. Das. Man kann sich nicht reinsetzen. Das Auto ist fertig? Ist nur zum Angucken, oder was? Es ist nur zum Angucken. Und das steht jetzt da einfach im Weg. Steht jetzt einfach im Weg. Mann. Ich habe echt damit gerechnet, dass man sich echt darin setzen kann. Und dann so Geräusche und so, ne? So, brumm, brumm. Hm. Ernsthaft, ja? Das stimmt, da kommst du nicht rein. Kannst nur hoch, ne? Das ist ein Ausstellungsstück. Wieso hast du den Wagen denn jetzt umgestellt? Da stand doch schön. Warum nicht? So. Ach so, das mit den Steinen ist auch schon fertig, oder was? Ja. Ach so. Ach so. Würden wir das Hausboot eigentlich hier oben bauen oder am Wasser? Ja, okay. Ich frage für einen Freund. Ja, wir haben noch unten den schönen Steg, da wollte ich das auch mit hinklatschen. So. Vielleicht sogar am Ende des Steges, dass man einfach vom Steg aus da schön hingehen. Ja, falls man das da hinsetzen kann, ja. Ja, müssen wir gucken. Mehr kann ich nicht tragen. Tragen. Damit du überhaupt noch Stöcker? Ja. Warum stehst du da mitten zwischen den Fallen? Warum ist eigentlich unsere Hasenfalle da nicht aufgestellt? Oh, jetzt ist gerade ein bisschen schwer mit Arbeiten, ist so windig. Noch mehr Ausreden. Oh. Huh. Oh. Und für das Hausboot brauchen wir nur Holz, oder? Das weiß ich doch noch nicht. Wahrscheinlich auch Seile. Man kann ja, glaube ich, auch noch so mega extrem selber was dann bauen, ne? Ja, das geht, ja. Aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, wenn das alles versinkt und sich wieder anhebt und Ja gut, das muss dann wahrscheinlich, damit du es einmal auf Bild hast, in einer so einer Session dann bauen, ne? Ohne. Nee, du musst schon die Stöcker, nicht mich.
Na, ich wollte dir die dann klauen, weißt du? Und deshalb hast du mich gehauen. Naja, dann bist du tot und kann deine Stücke nehmen. Da bräuchte ich nicht noch extra abschlagen. Aber ist das da jetzt wirklich so eine mega gute Position, dass hier wirklich keiner von den ETs kommt, oder was? Keine Ahnung. Aber stimmt. Ja, es kam ja bisher gar keiner. Keiner wird da. Nee. Seitdem wir das Ding da hingestellt haben. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so nah an unserem Eingang, ne? Oder ist es... Das wäre jetzt mal interessant, ob das jetzt generell gilt, wenn man das aufstellt, dass die gesamte Insel quasi... Nee, das glaube ich nicht. Nee. Das könnte man aber mal ausprobieren. Weil die Sachen spawnen ja, denke ich mal, auch erst ab einem bestimmten Radius. Weißt du? Mag ja sein, aber dass das Spiel sich merkt, aha, Ding ist aufgestellt, du darfst jetzt keine Kannibalen spawnen. Oder die sind eh noch alle da hinten irgendwo am Schneegebiet. Die betrauern den Tod ihrer Führerin. Ich sag, die bauen Tunnel gerade unter uns. die klopfen an die Hintertür schon die ganze Zeit. Du bist nur nicht da und mach's auf. Das wird's nämlich sein, das wird's sein. So. Ja, bald ist hier ja out of stock. Ja, das geht schon ein Stück weiter jetzt, da. So. Die Frage ist ja, was kann man denn da in dieses Waffenlager alles reinpacken? Waffen. So Bogen und sowas alles, oder? Wahrscheinlich alles, was du oder die so beim Rüstungsständer kannst du auch deine Rüstung drin klatschen. Naja, wenn du jetzt Knochen und so farben würdest, ne? Ja, Rüstungsständer ist deine Rüstung. Was hast du jetzt? Ja, wenn du die Rüstung baust, dann kannst du die da ablegen. Ja, na klar, ja, das stimmt. So meine ich das. Das ist korrekt. Aber heißt das denn, dass man hier, also außer jetzt das Farben wahrscheinlich in den Höhlen, dass da die dann immer spawnen oder so? Kann man denn die Tante denn jetzt theoretisch nochmal spielen, indem man da jetzt einfach wieder hinläuft? Habe ich mich auch schon gefragt, aber ich glaube, das geht nicht. Das wird zu sein wie bei mir, als ich neu geladen hatte und du draußen warst. Nee, ich glaube nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass du das seid. Ja, obwohl, ja, storymäßig ist ja eigentlich macht keinen das Sinn. Ding gelaufen. Also entweder ist es zu wie bei mir, warum soll es plötzlich auf sein? Oder das stimmt, du kannst ja einfach normal durch die Basis wieder durchlatschen. Ja, ja, genau. Ja, vielleicht war das bei dir ja zu, weil du ja noch nicht eigentlich durch warst, aber ich war ja durch. Ja, da war nicht mal die Tür da, da war einfach bloß Geröll. Achso. Also wären sie schlau, hätten sie jetzt einfach die Tür gemacht und dass du mit der Keycard einfach nicht mehr reinkommst. Ja, oder es ist, kann ja sein, dass du rein sollst nochmal, also. Wozu? Obwohl, da gibt's ja jetzt nichts groß zu farmen, ne? Einfach den Boss nochmal spielen, ne? Ja, aber selbst der lässt ja dann nichts fallen, wo du sagst, oh ja, geil. Der lässt gar nichts fallen, außer das Artefakt, ne? Die hat auch kein Artefakt fallen lassen. Nee, die Keykarte einfach nur, ne? Die du dann für das Schiff hattest, ja. Stimmt. So. Ich glaube, es ist jetzt vorbei hier mit Stöckern. Aber wir brauchen nur noch eine Figur. Und wir brauchen nur noch 3 Stöcker. Habe ich. Ich komme!
Oh Gott. Ich komme! Die sehen aber schon ein bisschen gruselig aus, ey. Ja, und die baust du genau in der Mitte, ey. Na, ich dachte, man kann vielleicht ins Auto einsteigen und dann sieht man die so, weißt du? Ach so, ja. Ja, das war mein Gedanke. Ich glaube, wird hell, oder? Ich glaube, das wird hell. Schön. Das ist aber schick. Hat sich richtig gelohnt, der ganze Stress. Das war richtig krass, ja. Ja, aber jetzt, ich meine, wir haben... Was? Den Fernseher schon angeguckt? Nee, kann ich mir gleich angucken. Ich meine, wir haben jetzt hier ein schönes Auto, eine Familie, sind wir nicht mehr so allein. Ja, wir haben beide jeweils ein Kind und eine Frau. Achso, du hast zwei gebaut für jeden. Naja, einmal sitzende und einmal stehender. Und guck mal, der Stehende hat hier so klar eine kleine Beule. Junge, Junge. Oh, der Sitzende auch. Uiuiuiui. So, was ist denn das hier eigentlich? Eine kleine Mola. Das können mal wir hier. In der nächsten Session gucken. Ne, hier, warte, ich stell mal hier noch was hin. Ach, deine Mutter steht da was hin. Ach, von der Kannibalen-Scheiß. Ja. Richtig. Aber das erfrischt das Bild noch mehr. Da brauchen wir drei Schädel, drei Arme und zwei Beine. Mm. Mm. So. Da wollen da wir dann. Noch das scheiß Auto drauf, Alter. Wollen wir dann wenigstens unten schon mal gucken? Ne, stimmt, da kann man nicht rauf. Doch, kann man drauf. Ja, unten aber schon mal hinsetzen, meine ich. Oh, hier sind schon wieder Federn. Zwei Federn habe ich diesmal bekommen. Was, unten kannst du dich und nochmal sechs. Wir haben da nicht sitzen. Wieso sitzen? Hinstellen. Das ach, gesagt, Baumhaus. Hinsetzen. Nee, dass wir das Baumhaus schon mal hinstellen. Es ist ein Hausboot, aber macht nichts. Das meine ich doch. Oh, warum das, das Hausboot? Ist und nicht nächste Folge ist bei mir zwar eine Rätsel, aber gut. Ja, damit schon mal Spannung ist. Wo ist denn da jetzt Spannung? Weil da eine Blaupause Spannung. Steht. Wow. Ich muss was essen. Wenn du es setzt, setz es bloß richtig rum. Ich setz das nicht. Das ist Katari-Job. Was, Katari? Na, Katar. Achso. Du bist doch Holzkopf, Schwammkopf. Was ist das? Ich bin Bayern-Vorstand, deswegen. Ja, sag ich ja. So. Was glaubst du eigentlich, wer den Preis hier für die Südtribüne finanziert? Na, du nicht. Gut. So, da war es wieder für diese Session. Die Abo beim FUBA. Nein, erzähl doch nicht immer so einen Blödsinn. Wieso Blödsinn? Du hast doch gesagt, die Abo... Nein, die sollen abonnieren, die Glocke die aktivieren, abonnieren. Das Video liken, Kommentare das ist schreiben. Der Daumen nach unten, ne? Nein, das ist ja nach oben. Das Finger in Po, Mexiko? Ja, genau der. Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.